super positiv immer eingestellt und der hat mir so einen Spruch gebracht, sag ich, und, wie ist es so? Ja, aber tierisch viel zu tun, tierisch viel zu tun, aber ich mache jetzt erstmal Urlaub. Guck mal hier, da, am Strand. Ja. Ja, kannst du ruhig richtig gucken. Da, hier, super Wetter haben wir gehabt. Oh, wir sind schon auf Sendung. Ja, zurück aus dem Urlaub. Voller Elan, voller Power und los geht's. Und wir wollen das Ganze mal einläuten mit einem, ich sag mal, Motivationsansatz, nämlich positiv zu denken. Ich habe nämlich im Urlaub was Interessantes gelesen, nämlich Tagebuch führe ich übrigens schon. Ja, jeden Tag schreibe ich in mein Tablet, was so über den Tag passiert ist. Und da gibt es noch einen obendrauf, nämlich so eine Art Glücksmomente-Tagebuch. Das heißt, jeden Tag das in einem Satz festhalten, was man als positiv empfunden hat. Das führt dazu, dass man eine positive Grundeinstellung erhält. Ja, positiv. Positiv sollten Sie Ihren Tag beginnen. Das war mal so ein Slogan, der kam bei SWR 3. Das war so eine Psychologin. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Positiv sollen Sie Ihren Tag beginnen. So ging das jeden Morgen los. Und das ist ein ganz toller Abschluss, wenn man also sein Tagebuch schreibt und einfach sich mal erinnert, was war denn heute positiv? Und das nach einer gewissen Zeit alles nochmal liest. Dann bekommt man wirklich eine positive Grundeinstellung. Es geht also nicht darum, dass man sich irgendwie so glücksmäßig so, ich sag jetzt mal, zukokst, ja? Da kann ich dir eine Geschichte erzählen. Da hatte ich mal einen Kollegen, Der hat super positiv immer eingestellt und der hat mir so einen Spruch gebracht, sag ich, und, wie ist es so? Ja, aber tierisch viel zu tun, aber ich mache jetzt erstmal Urlaub. Aha, okay, tierisch viel zu tun und Urlaub machen. Das widersprach sich ein bisschen, aber er hat aus dem Ganzen eine positive Tugend gemacht. Das heißt, also nochmal zurück zu dem Positiv, positives Notieren und damit auch im Grunde genommen reflektieren, zu einem bestimmten Zeitpunkt sich das alles nochmal nehmen und sagen, was war denn positiv? Das ist auch eine große Chance, bestimmte Dinge einfach nochmal, ich sag mal, vielleicht zu wiederholen als Ritual, dass man sagt, ja, das hat mir positiverweise geholfen in der Situation, um vielleicht aus einem gewissen Tief rauszukommen, ja, dass man da so eine kleine persönliche Handlungsanweisung hat, weil das ist natürlich klar, was in der Literatur steht, das ist die eine Sache, aber ist das immer die Frage, wirkt das auf einen, ja, und das muss man natürlich an sich selber so ein bisschen ausprobieren. Der Urlaub ist natürlich jetzt ein Sonderfall, das sind natürlich ganz viele positive Elemente, die da kommen, aber selbst der ist natürlich auch eine Notiz wert. Und wenn man überlegt, man würde jetzt so das Ganze nur negativ aufschreiben, dann würde sich das ja total verstärken. Das gibt es zum Beispiel auch als Beispiel, das hat die Vera Birkenbiel mal gebracht in einem Buch. Da ging es um so eine Geschichte, die hat der Opa immer irgendwie erzählt, da ging es um irgendwelchen Stress mit einem Schaffner im Zug. Und die Geschichte wurde von Jahr zu Jahr, wenn der Opa das erzählt hat, immer schlimmer. Also es wurde immer dramatischer, es hat sich immer mehr zugespitzt. Die sind sich also zum Schluss regelrecht an die Gurgel gegangen. Ja? Und das zeigt also ganz deutlich, dass sich negative Dinge auch irgendwo verstärken. Und das ist zum Beispiel auch mit Neid. Ja? Also wenn man auf irgendwas neidisch ist und da immer wieder drin rumprudelt, dann wird das natürlich immer schlimmer. Ja? Das steigert sich natürlich auch immer mehr. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja positiv an die Dinge rangehen und deswegen auch Positives, vielleicht auch aus negativen Elementen, einfach mal herausarbeiten und gewinnen. Ja? Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Dass man eben sagen kann, man kann das Ganze sportlich nehmen. Ich habe was gelernt. Ich sehe das Ganze jetzt von einer anderen Sichtweise und. Wichtig ist nur, und damit kommt das Ganze auch raus, ist das Aufschreiben. Am besten ist wirklich sogar noch das Aufschreiben mit der Hand, weil es dann wirklich so vom Gehirn her, ich sag mal, noch mehr so verarbeitet wird. Ich mache das, da bin ich ein bisschen faul, muss ich sagen, Herr Kollege. Ich mache das mit dem Tablet, weil das halt relativ bequem ist und ich auch die Möglichkeit habe, bestimmte Sachen so ein bisschen mal nachzusuchen. Ja, wie machen Sie das? Halten Sie so Dinge über den Tag irgendwo fest? Haben Sie so ein kleines,
Ich nenne das bei mir zum Beispiel Glücksmomente-Buch, wo sie einfach so bestimmte Dinge festhalten. Das kann ja auch so ein Fotoalbum sein, dass man da so ein paar Ausschnitte daneben klebt, Bilder etc. pp. Also, lassen Sie von sich hören. Der Kollege und ich freuen uns wieder auf einen feurigen Einstieg nach dem Urlaub und sagen bis nächste Woche, gute Zeit, schönen Sonntag. Ja, bis dann. Michael Klems und der Kollege. Ja, ciao. If you want